FKF Award 2022. Die Gewinner. Mitglieder des FKF e.V. stimmten über europäische Neuheiten 2022 ab. Im Rahmen der diesjährigen FKF-Convention im Heidepark Resort wurden am Sonntag, den 5. Februar 2023, die Gewinner bekannt gegeben. Seit 2003 wird der FKF Award durch den Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks e.V. verliehen und zeichnet besondere europäische Neuheiten des Vorjahres von Freizeitparks und Schaustellern aus. Der FKF ehrt in der Kategorie Achterbahn Phoenix im dänischen Fårup Sommerland mit einem FKF Award. Die 900 Meter lange, 40 Meter hohe und 95 km/h schnelle Achterbahn des Modells Wildcat des Herstellers Vekoma beeindruckte die Mitglieder des Vereins mit einem actiongeladenen, abwechslungs- und temporeichen Layout. Über den zweiten FKF Award in der Kategorie Parkattraktion darf sich das italienische Gardaland freuen. In der ausgezeichneten Attraktion Jumanji The Adventure des Herstellers Oceaneering dreht sich in dem 287 Meter langen Dark Ride alles um ein Abenteuer aus dem gleichnamigen Actionfilm. Den FKF Award in der Kategorie Kirmes hat sich der Schausteller Lutz Körmann für das Fahrgeschäft Escape Flight of 4 verdient. Das Geschäft des Typs Escape des niederländischen Herstellers Mondial ist seit 2022 auf den Festplätzen anzutreffen. Es überzeugt durch eine detaillierte und liebevolle Gestaltung und ist garantiert ein Highlight auf dem Festplatz. Jedes Jahr werden die auszeichnungswürdigen Attraktionen von den 1580 Vereinsmitgliedern aus 7 Ländern selbst vorgeschlagen. Die anschließende Abstimmung findet über das vereinsinterne und selbstentwickelte Abstimmungssystem statt, welches durch Vergleiche besonders die individuellen Erfahrungen der Abstimmenden berücksichtigt. Der Award wird symbolisiert durch einen Glasquader mit einem dreidimensionalen lasergravierten Riesenrad. Der FKF gratuliert allen Gewinnern herzlich. Es ist geplant, die FKF Awards im Laufe des Jahres persönlich an den jeweiligen Preisträger zu übergeben. Dabei wird der Verdienst mit einem Grußwort des Vorstandes und einer zusätzlichen Preistafel neben dem Glasquader gewürdigt. Weitere Informationen zu dem Abstimmungsverfahren und den letzten Gewinnern sind unter www.fkf-award.de zu finden.